Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft und zwar diesmal live mit Live-Kommentar und auch wie immer in Farbe. Wir legen gleich los. Wir sind immer noch in der Mission Heimat und unser Missionsziel, ich muss nochmal gucken, es ist sehr, sehr lange her, dass ich dieses Spiel gezockt habe. Vernichtet das Herz der Konklave. Okay. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für irgendwelche Missionsfails, die ich hier mache oder Steuerungsfails, weil, wie gesagt, lange nicht mehr gezockt. Und wir legen gleich los. 1, 2, 1, 2, 3. Okay. Da heißt, hier werden wir einfach nochmal ein paar. Und wir werden mal da unten hin wackeln. Wir brauchen Pylonen, fällt mir ein. Bauen wir jetzt auch einfach mal schnell hier. So, also ich hoffe. 1, 2, 3. Und dann machen wir hier nochmal eine 4. Oh. Ah, scheiß Psy-Sturm hier da. Okay, meines Wissens müssen wir einfach nur diese Basis hier unten vernichten. Und wir werden jetzt hier einfach alles auf eine Karte setzen und hier. Und einfach hier reinmarschieren. So, okay. Ich werde mal hier die Dinger steuern. Hab schon wieder die Hälfte verloren hier. Wo ist er denn? Greif ihn an, greif ihn an! Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei haben wir nicht mehr. Drei. Boah, Alter. Okay, nebenbei wollen wir hier nochmal bauen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, wir müssen jetzt hier einfach mal rein winewashen, quasi. Kommt mal dahin. Und ihr seid wieder da. Jawohl. Go, go, Power Rangers. Zack. Oh, macht die platt, macht die platt. Boah, Alter, guckt euch das an hier, ey. Diese scheiß Viecher hier. Geht auf die, geht auf die. Guckt euch das an. Ja, geklumpt stehen ist immer gut. Einfach mal A. Okay, weiter produzieren, produzieren, produzieren. Jungs, wir brauchen Einheiten. So, okay, dann hier einfach da hinten hin und es ist nicht mehr viel übrig geblieben hier. Ja, unsere Archonten sind natürlich mega geil. Okay, einfach hier alles platt machen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo wir hin müssen. Ja, wir machen hier einfach alles mal platt mit dem Rest unserer Einheiten. Schön. Okay, dann bauen wir mal da oben im Angriffen. Ah, ist egal. Wir bräuchten auch mal ein paar Flugzeuge hier hinten wieder. Aber wir haben kein Gas, okay. Okay, weiter geht's hier. Zack, Rot greift uns wieder an. Also die Mission ist halt ziemlich scheiße hier. So, alles, was bei Kali auf dem Baum ist, wird jetzt hier abgerissen. Sprinte dran, sprinte dran. Nein. Jetzt könnten wir eigentlich mal mit Zeratul dahin, oder? Gut, okay, weiter geht's hier. Ja, wie gesagt, Kackmission kann man nicht ändern. Ist das das Herz der Konklave? Nee, der Tribunal. Okay, ist vielleicht auch ganz sinnvoll, wenn wir das. Wo rennt ihr hin? Da müssen wir hin. Ah,
sehr schön. Okay, hätten wir das auch geklärt. Okay, du bleibst mal da. Warum steht ihr da dumm rum? Gut. Dann legen wir mal auf 1 und euch auf 2. Okay. 1, 2. Go, go. Power Rangers, würde ich sagen. Okay. Auf 2 haben wir noch ein bisschen Platz. Dann kommt ihr auch mal darunter. Da unten haben sie erstmal alles auseinandergenommen. Da wollen wir mal was Neues bauen. Und zwar noch ein paar Kanönchen hier. Basis ist mir doch zu wichtig, als dass wir sie jetzt verlieren. Wer weiß, ob unser Angriff hier nicht doch fehlschlägt. Und es ist Hektik geboten hier. Zack. Achso, vielleicht sollten wir da auch noch ein paar ins Gas nehmen. Dann hätten wir auch unser Gasproblem mal einigermaßen gelöst. So, 1, 2, 3, 4. Einfach hier ein paar Börsis reinheizen. Mineralien haben wir ja genug. Ich glaube, dann haben wir es auch gleich geschafft hier. Also. Jawoll. 1, 2. Ja, da ein paar Kanönchen hinpflanzen. Immer gut. Tot. Jawohl. Ja, das Ader. So, okay, dann hätten wir die aus meiner Sicht, glaube ich, sogar schwierigste Mission hier auch gleich geschafft. Ja, wenn man weiß, wie es geht, wie mit so vielen Dingen im Leben ist es eigentlich relativ einfach. Nur problematischerweise wir jetzt hier immer noch nicht angekommen. Wir gehen. Ah, doch. Computer, Alaris, dieser Wahnsinn muss ein Ende haben. Der Anblick meiner Brüder, die sich gegenseitig töten, ist mehr als ich ertragen kann. Auch wenn ich fürchte, dass ihr uns alle der Verdammnis anheimgibt. Alaris, ergebe ich mich der Konklave. Aha. Ah, okay. Es wurde er also geschnappt. Vassadar von den Templern. Durch eure Aktionen habt ihr euch von der Gnade eurer Brüder losgesagt. Ihr habt euch geweigert, die terranischen Welten wie befohlen zu zerstören. Ihr habt wieder und wieder den heiligen Willen der Konklave in Frage gestellt. Und ihr habt eure Heimatwelt in ihrer dunkelsten Stunde verlassen. Am betrüblichsten jedoch ist, dass ihr euch mit den ketzerischen dunklen Wesen verbündet und gelernt habt, deren eitle Mächte zusammen mit unseren eigenen zu benutzen. Was sagt ihr, o gefallener Templer? Aldaris, ich unterwerfe mich dem Urteil der Konklave. Doch wisset, hätte ich noch einmal zu wählen, würde ich dieselbe Wahl wieder treffen. Ich habe alles geopfert, damit unsere Welt überleben kann. Ich habe meine Ehre befleckt. Ich habe meinen Rang und mein Ansehen aufs Spiel gesetzt. Und ich habe sogar mit unseren ältesten Traditionen gebrochen. Doch glaub nicht, dass ich meine Taten auch nur einen Augenblick lang bedauert habe. Denn ich bin ein Templer. Und ich habe bei allem, was mir heilig ist, geschworen, unsere Heimatwelt bis zum Ende zu verteidigen. Ja, okay, gut. Wird ja eine relativ kurze Folge hier. Ja, jetzt wissen wir auch, warum wir die rote Basis nicht zerstören können. Ja, weil dann nämlich die roten Luftträgerschiffe hier nicht ankommen können. Also wir mussten ja also eine Orange vernichten. Wie gesagt, hier hätten wir jetzt noch eine Basis da gehabt, aber man muss es jetzt auch nicht länger hinauszögern als unbedingt nötig. Ich dachte eigentlich, dass es noch ein bisschen länger dauert hier, aber wir haben es ja dann relativ schnell geschafft, mit relativ hohen Verlusten, aber egal. Ja, wir sehen also relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht. Aber gut, den Satz habe ich jetzt schon oft genug gesagt. Und ja, eine rührende Rede vom Tassadar und ja, er wird seine Heimat, er hat es geschworen, seine Heimat zu verteidigen und ist dabei halt seinen eigenen Weg gegangen.
und hat dabei sehr, sehr viel geopfert, aber bereut es nicht, das ist doch gut zu wissen. In diesem Sinne, ja, ein Leben für Ajur. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.